Moin Moin, hier ist wieder euer Montage-Hotel-Tester Nummer 2, der Chris. Ich bin heute im Intercity Hotel in Kiel. So, gehen wir mal rein. Moment mal, also am Anfang hat man gleich einen schönen großen Spiegel. Für Frauen ist das ganz angenehm. Wenn man einen dicken Bierbauch gucken will, dann geht das auf jeden Fall auch klar. Ja, ist quasi kein Vorflur, man steht direkt im Zimmer. Hier ist das Bad. Hier ist eine Wärme, rote Wärmelampe. Ne? Da kann man hier so, ja, quasi, das ist die Heizung. Ne? Oder man kann auch andere schöne Sachen im Rotlicht machen hier, keine Ahnung. So, mache ich mal Licht dran. Also ist eine Dusche mit ja, Duschkopf, ganz normal. Also jetzt keine Regendusche dabei, aber es ist okay. Toilette. Mit Föhn. Ja, hier wieder großen Pickelspiegel. Ne? Ne? ja, eine schöne Lampe hier. Nein, ist okay. So ein bisschen Designerwaschbecken. Ist vollkommen okay auf jeden Fall. Ne? Ja, dann nette Handtücher hier. Das ist nämlich das Intercity Hotel. Ist eigentlich ein Einzelzimmer gebucht, aber ich habe wieder ein Doppelbett. Das ist prima. Da kann man sich schön ausbreiten. Man hat hier einen schönen Schrank, wo man ein schönes Regal, wo man seine Sachen ausbreiten kann. Hier ist ein großer Kleiderschrank mit einem Safe, der auch kostenlos ist. Ne? Das ist gut. So ein paar Annehmlichkeiten. Was ist das hier? Auch hier ein bisschen Nähzeug. Ne? Oder Schuhanzieher, so Schuhlöffel. Ne? Wenn du mal nicht mehr in deine Schuhe reinkommst alleine. Und hier, weiß ich auch nicht, kannst du einen Hausschuh reinstecken oder so. Ich weiß es nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall. Ein schöner großer Kleiderschrank. Dann Fernsehergröße ist vollkommen okay. So, Größe ist vollkommen okay. Ich habe jetzt noch nicht getestet, was da für Programme laufen. Dann hast du hier eine schöne, ja, quasi so wie so ein Schreibtisch. Ne? Kann man am Laptop ein bisschen was arbeiten. Muss ich auch nachher, hat ein bisschen was zu tun. Telefon, Haustelefon ist das. Ne? Und eine Minibar, die aber leider leer ist. Noch leer. Also ist schon kühl. Und ich denke mal, ich werde die nachher ein bisschen füllen. Ne? Ja, mit Blick. Hier ist noch so ein kleiner Glastisch. Ne? Also ist echt ganz angenehm, das Zimmer. Hier so ein Blick aufs Parkhaus. Das ist, ich habe hier so ein Standardzimmer. Ich glaube, beim Komfortzimmer hast du dann einen Blick aufs Meer, ne? Weil ich bin ja in Kiel. Und das Hotel ist auch direkt am Meer, an der Fähre und so. Ne? Ja, ansonsten, Internet soll hier wohl auch sein, habe ich noch nicht ausprobiert. Aber ja, also mir gefällt das Zimmer. Zimmerpreis ist 87 Euro ohne Frühstück. Frühstück ist jetzt ein bisschen teurer, 17 Euro, aber ich frühstücke eh nicht. Deswegen ist mir das egal. Ne? Also, liebe Grüße und bis bald.